Es liegt eine hypergeometrische Verteilung vor. 10 Kugelschreiber stehen zur Auswahl. Davon sind 3 defekt. Es soll untersucht werden, wie viele defekte Kugelschreiber in einer Stichprobe von 4 gezogenen Kugelschreibern enthalten sind. Die hypergeometrische Verteilung gibt die Wahrscheinlichkeiten, dass die Zufallsvariable eine bestimmte Anzahl, eben 0 Defekte, 1, 2 oder 3 Defekte Kugelschreiber in der Stichprobe enthält, an.